Sowas müssen wir filmen. Sowas müssen wir filmen, jetzt haben wir später in Jutenburg. Ja. War jetzt schon mal da? Ja, das erste Mal als Kind beim Dächern Rodler. Das war der, ein Bekannter meiner Großmutter, der war einmal im Hiefler Pfarrer und der hat mir sowas gezeigt. Der hat so, der hat für Schnapsflaschen hat der so geschnitzte Köpfe gehabt und die haben sich so bewegt. Und der hat mir sowas gesagt, das ist so gegangen, da schau, das musst du machen so. Okay, der Dächern. Ja, Dächern Rodler. Und das war das erste Mal in Jundburg, waren wir auch am Turm und das letzte Mal war ich bei der Landesausstellung da, 1989. Also schon eher länger her. Eine Zeit her. Ja, mit, weiß ich schon mal, mit Stummjazz noch nie da gewesen? Nein, mit Stummjazz nicht, aber mit meiner Gattin, und ich glaube, das liegt jetzt 20 Jahre zurück, wir sind weggefahren mit den Fahrrädern von Mur an der Mur. Mhm. Sind da um 22 Uhr angekommen, war total glücklich, dass ich überhaupt noch eine Pension offen gehabt hat. Und was ich noch verschlüsselt habe, am nächsten Tag hat es in irgendeinem Gasthaus Krautflickern gegeben. Aber müde warst du auch? Hast du gesagt? Ich war todmüde. Ja. Das habe ich heute erzählt beim Herfahren. Ja. Mit dem Radl, also so wie Tour de Mur. Ja. Über 100 Kilometer gefahren und das war schon. Da passen die Krautfleckerl genau dazu, weil die geben ja Energie und Kraft dann. Gell? Radl fahren, magst du Radl fahren? Ja, sehr gern. Das ist das Einzige, was ich tue, die einzige sportliche Tätigkeit. Ich habe mir jetzt gerade in München mein Radl wieder reparieren lassen. Ein russisches Waffenrad, das ich mir vor 30 Jahren in so einem One-Dollar-Shop um 50 Mark gekauft habe. Okay. Und alle staunen jetzt, weil das so schön ausschaut. Ja. Und ich auch. Und das fährt wirklich wahnsinnig gut, weil es so schwer ist. Ihr zwei da hinten in der zweiten Reihe, sieht man sie? Ja. Und hört man sie? Alles klar. Ja. Jetzt nicht die gleiche Frage, wart schon mal da oder nicht, aber wart ihr im Gewölbekeller unten schon schauen, habt ihr unten schon geprobt, ist nicht eine wunderbare Location? Eine wunderbare Location, ja. Ja. Ich kenne sie aber schon längere Zeit, ja. Ja. Schon mal da gewesen? Ja. Seine spielt ja 15 Formationen. Er ist ein Universalmusiker. Wir sind auch sehr froh. Allround-Musiker, dass du dabei hast. Ja, sehr. Von der Akustik her passt das? Das passt sehr gut. Also es ist ein bisschen überraschend, weil es natürlich jetzt durch das Längsgewölbe anders ist als andere Orte, wo wir schon gespielt haben. Und vom Sound ist, ich bin neugierig, wie es ging, wenn die Leute drin sind, aber es ist jetzt schon mal sehr vielversprechend. Ich war auch schon mal in Judenburg, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich weiß nur, dass wir mal da waren. Ich habe versucht, beim Reinfahren festzustellen, wo das war. Und wir haben, glaube ich, auch irgendwo gespielt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Klischee ist, wenn man sagt, man kann sich nicht mehr erinnern, aber es war wirklich so. Ja. Also zum Gewölbekeller möchte ich noch gerne anmerken, der bringt genau das mit, was eine Lesung braucht, unglaubliche Nähe. Und mich erinnert ein bisschen an Cavern in London, wo ich an die 7 oder 8 kam. Liverpool. In Liverpool, entschuldige. Ja. Was habe ich gesagt? London. Nimm ich zurück. Liverpool. Cavern. Erster Beatles-Auftrittsort. Und der Herr Kopp auch schon öfter gespielt. Es gibt nichts Besseres, als die Menschen ganz dicht am Herrn Silberschneider als Lesenden zu haben. Ich habe ganz viel gelacht, ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Und Lachen ist ja was, ich hoffe. Ich muss in den Keller gehen. Wann lachst denn du? Über was lachst du? Weiß ich nicht. Ich habe schon länger nicht mehr gelacht. Ich weiß nicht. Meistens, wenn mir selber was Blöds passiert, selten über andere. Ich glaube, deswegen bin ich auch kein Kabarettist geworden oder so. Die Österreicher Tante ist eh nicht oder so. Es ist immer blöd, wenn man über das Missgeschick anderer lacht. Natürlich bedeutet das auch, dass man das selber kennt von sich selber, aber nicht zugibt oder so. Aber meistens, ja, ich weiß es auch nicht. Ich darf gern mehr lachen vielleicht. Ja, wer will das nicht? Oder? Ist gesund, glaube ich, lachen. Küssen, lachen. Ich war davon ausgegangen, dass dauernd gelacht wird. Also. Nein. Ja. Nein. Gell, wir lachen. Wir reden zwar blöd, aber ja. Lachen. Blöd, aber dann lachen wir dann nicht. Lachen wir nicht. Aber mir gefällt das gut, was du sagst, weil das ist auch die Devise für mich. Also ich glaube, Schadenfreude ist ein schlechter Grund zu lachen. Weil Schadenfreude ja immer lachen über wen anderen ist. Ja. Und das, was ich an den Texten, die du heute Abend liest, so gern habe, ist, dass es eigentlich wenig mit Schadenfreude als mit Situationscomic verbunden ist und mit Beobachtungen, die nicht wen blöd dastehen lassen. Deswegen ist der Hader so gut, weil der hat es geschafft. Er lacht Menschen über sich. Gell? Ja, und zwar, der hat es geschafft, zwischen seinen eigenen und dieser Bühnenfigur Hader sowas zu hinein zu friemeln, wie diese Plastikfolie, wenn man bei der AIDA eine Cremeschnitte isst. Und das zieht er dazu weg und man weiß dann nicht, es ist doch der Hader, aber doch nicht er. Und es ist aber so befreiend, weil eigentlich er das ist,
Und man sieht sich in ihm und er macht sich über sich selber lustig. Und deswegen ist das so gut. Und das kann der Österreicher, der Deutsche hingegen nicht. Der braucht immer ein Opfer. Okay. Der Deutsche, weil der Deutsche war immer gern Weltmeister. Mhm. Und der Österreicher weiß, dass er es schon war und wir brauchen das nicht mehr. Gehen wir vielleicht nochmals zurück oder kommen wir hin zum Herrn Fritz. Ich glaube, das, ja. Das Schöne und Gute in seinen Texten ist, dass man nicht das Gefühl hat, er macht sich über jemanden lustig. Er geht zwar in einen gewissen Grenzbereich, aber er lässt die Menschen trotzdem mal als solches stehen. Mhm. Es ist haptische Philosophie. Und zwar eigenerlebt. Und das macht das Ganze irgendwie, das macht es sowohl trivial verständlich, ohne platt zu sein, und es erhöht es gleichzeitig in eine dichterische Ebene und entrückt es dadurch das Blatt oder so. Es wird was Größeres, es wird ein philosophischer Witz. Und ich wollte gerade sagen, ich erkenne so viele Dinge. Ich erkenne, wenn die Zuzi-Geschichte, man hat selber so viele Erinnerungen daran und vielleicht lacht man über das, dass man selber aber es positiv erlebt hat und nicht, wenn anderen drüber auslacht. Ist das sowas vielleicht? Ja. Weil man damit ganz viel verbindet, selber auch. Also ich kann es so nachempfinden. Ich glaube, man muss die Verhaltensweisen, die müssen sich irgendwo im Leben widerspiegeln. Mhm. Dann kann man drüber lachen, sonst wird es schwer. Ja, es ist sowas wie ein Familienalbum, das österreichischen Humors. Man kennt es, man hat die analogen Bilder zu Hause noch. Aber es ist schon auch der Johannes, der Teil von dem ganzen Erlebnis ist, weil du das ja so transportierst, das muss man wirklich sagen. Nein, wirklich. Und wir haben ja schon Gäste gehabt, die weder gut deutschen, schon gar nicht steirischen Dialekt beherrschen, aber die trotzdem einen sehr schönen Abend gehabt haben, weil sie einfach das, so was du transportierst. Ja, genau. Also das ist schon das, das kommt schon mit der Musik auch noch. Das Transportmittel wird dann schon noch erleichtert. Alles sehr empathisch und sehr schön und so, wie Sie miteinander das macht. Ich würde den Herrn da hinten noch bitte fragen, ist es für Sie humorvoll oder für die humorvoll, gemeinsam zusammen zu arbeiten, nicht übereinander zu lachen, aber macht es Spaß? Macht schon Spaß, ja. Es ist immer, es gibt immer neue Situationen, die zu bewältigen sind. Ist das Programm immer anders? Nein, das Programm ist immer gleich, aber irgendwie trotzdem immer anders. Die Situation vielleicht, also ich kann mich erinnern, beim letzten Mal ist mir vorgekommen, ihr wolltet schon aufhören zum Spielen und du hast dann gesagt, machen wir noch eins. Und ich habe mir gefragt, ihr traut schon die Augen über. Da gibt es doch skurrilere Geschichten. Ich kann mich erinnern, Auftritt im Schauspielhaus Graz und der Hannes hat ein paar Gedichte vergessen und fragt mich, was machen wir jetzt? Und gesagt, du, ich gehe raus und ich hole ein paar Leute rein. Ja. Ich bin raus ins Foyer, habe 50 Leute reingeschleppt und das Ganze ist weitergegangen. Okay. Das tut man nicht. Ja, das tut man nicht. Das ist, ja, das ist unprofessionell. Das ist nur so. Jetzt noch der Palatschinken, noch ein Vanilleeis mit einem Eierlikör. Das tut man nicht. Und das habe ich jetzt bei einer Kollegin auch gesehen und da habe ich sehr viel gelernt wieder. Okay. Natürlich, aber man darf das nicht. Das ist, man muss aufhören zum Essen. Okay. Aber wir müssen aufhören zum Reden, weil kommt es gleich dran. Bleibt es noch in Judenburg heute? Geht es gleich weiter? Leider nicht. Wir zwei müssen nach Hause. Ja, wenn wir morgen schon wieder, ich muss morgen schon wieder aber mit meiner Frau, so ein Valentinabend in Karlsdorf. Aber der Herr Ding, ich wäre so gern da geblieben beim Herrn Ambrosch, weil die fahren morgen in meine Heimat. Da gibt es ja so. Nach Mautern? Ja, da gibt es den Leitner. Ja. Und die haben so gute Schaumrunden und jetzt so gute Heiligenstritzel und so einen guten, sag, Nuss. So ein gut, Reingel heißt das, oder? Reingling. Reingling? Kärntner Reingling mit Nüssen und so, das haben sie aus. Und die verkaufen täglich 250 Schaumrühren. Da war ich überhaupt noch nie dort, da muss ich hin. Also wir werden schon morgen, nachdem wir da übernachten dürfen, werden wir uns ein bisschen was von Judenburg noch wieder ein bisschen auffrischen. Ja. Und dann fahren wir zur Bäckerei Leitner und da haben wir schon gesagt, wir werden sagen, dass das dem Herrn Silberstein sehr Leitner tut. Leitner nicht möglich. Ja, genau. Die Steigerung von Leit und sehr Leit und Leitner tun. Und das ja, heißt der Werbung. Das nächste Mal. Werbung. Aber kommen Leitner, Sie genau. nach Mauten und kaufen Sie ein Brot. Was für Rolle hättest du denn gern spielen, die dir noch nie angeboten worden ist? Herbert von Karajan. Ein James Bond. Nein, James Bond ist uninteressant. Nein, du kannst das nicht. Was? Was? Ja, James Bond? Das nächste Mal. Nein, das interessiert mich. Theater oder Film? Der muss aufhören, der James Bond, weil er wie der Putin ausschaut. Deswegen wollte ich nicht. Nachdem du den Maler schon gespielt hast, würde ich da wohl eine Frau nachkommen einmal. Das ist mit der bestimmten Moretti. Da bin ich jetzt gekriegt dazu. Also, okay. Aber ich vielleicht. Ich weiß es nicht. Man weiß es ja nie, wo es kommt. Mhm. Oder irgendeine, die man sagt, die hätte ich gerne noch mal spielen? Nein. Gut, wenn man es nicht gut erwischt hat, dann will man immer sowas noch mal spielen. Aber es ist ein Blödsinn. Das sind auch nur so.
ich glaube immer, dass die Ruinen geschickt werden, weil es so Lebensaufgaben sind. Mhm. Und wenn man die ablehnt, muss man die dann 3 Jahre später nochmal schwieriger spielen. Mhm. Und ich habe nie gewusst, was ich spielen will. Okay. Und auch nicht unbedingt die Großen, sondern eher nein, die Kleineren? Ich habe mir schon mal gedacht, ja, Hamlet und so. Oder ja. Ja. Aber da bin ich jetzt auch schon zu alt. Und ich weiß es nicht. Nein, es ist so, wie es daherkommt, ist es oft am besten. Ich habe mir nie gedacht, dass ich Herr Kapowski und der Oberst spiele. Dann kommt es daher und denke ich mir, ja, das Beste, was ich gemacht habe. Okay. Oder so, man weiß es oft nicht. Okay. Gibt es irgendwas jetzt zum Abschluss? Sagt sie euch irgendwas, spuckt euch über die Schulter? Gibt es irgendwas Traditionelles? Ja, irgendein Ritual? Ja. Darf ich es wissen? Ja, das Ritual, das geht immer, ein Schauspielritual ist das, gell? Das geht immer, ich liebte nicht die Welt, noch liebt sie mich, ich heuchelt ihren geilen Atem nie. Das sagen wir, und dann sagen wir Nora, und dann fangen, singen wir I Wonder Why. Wow, I love you like I do. Wow, well, I do. Don't know why I love you, don't know why I care. I just want your love to share. And I wonder why I love you like I do. Is it because I think you love me too? I wonder why I love you like I do bom 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 wow oh wow well oh well oh wow. Danke, so hör mir mal auf. So, danke vielmals. Es geht auch nicht, bin begeistert. Ja. Danke vielmals. Nein, das will man nicht hören. Ja, das, aber das war's Generation. Nein, aber das muss ja, ich nicht immer so wollen. Sicher, aber das heißt so. Kommt da noch wer? Ja, normal schon, aber ich glaube, ich meine, mir geht es nur darum, dass ihr auftreten müsst. Ja. Gut! Kommt der Kurt noch? Ja. Dann fangen wir an einfach. Fangen wir an einfach. Ja, bitte. Wird schon ein Film werden, ja. Oder? Ja. Bitte. Ja. Danke. Ah, ja. Jetzt gibt es ein Licht auch. Ja. Jetzt gibt es ein Licht auch, ja. Ein Licht. Ja. Ist Kumpa? Kommt er? Sehr gerne. Kurt! Goba! Kurt, der Montabot Goba. Bitte, danke. Danke. Oh, so. Boah, verschwindet! So was, bitte. Das gehört Gefühl. Das gehört Gefühl. Das ist sowas. Kommen Sie mit. Aufpassen, das ist Achtung! Stufe. Achtung, Stufe. Ja. Sehr. Sicher? Stimmt, ja, alles Nummer. Ist alles möglich. Nix. Ja.